wunderschönen guten Tag vom Goldstern. Hier frisch mit den 3D-Hochtönern und den überkranken Düsen drin. Und zwar bin ich hier 300 Kilometer noch weg von Düsseldorf. Dort hole ich den Herrn Oberding, bekannt, weltberühmt aus Instagram. Instagram Jonas Oberding. Den treffe ich dort und dann fahren wir gemeinsam zur, ach wie schön sieht das denn hier aus, der Frühling, alles am Blühen. Den treffe ich und dann fahren wir gemeinsam zur Techno-Klassiker oder Techno, ne Techno nicht, oder Techno-Klassiker, so eine Techno-Automesse, eine Technikmesse in Essen, wo ziemlich international alles vergeben ist und vor allem auch die ganzen Niederländer ihre Autos ausstellen. Ich bin gespannt, ich war dort noch nie. Normalerweise IAA und alles, was irgendwie in Stuttgart ist, Retro-Klassik und sonst was. Es ist ein CLK GTR Roadster vor Ort. Freue ich mich sehr drauf. Das wird wahrscheinlich das spannendste Auto sein. Und wir schauen mal, was da so geht. Das war das Intro und viel Spaß mit dem Film. Wir haben noch 165 Kilometer. Cruisen hier gemütlich. Wir haben eine ganz gute Durchschnittsgeschwindigkeit hier. Im Moment 160, leider. Aber es ist recht viel Verkehr, aber dafür ist es ziemlich gut. So, wir haben hier sehr angenehme Reisegeschwindigkeit. Naja, im Moment von knapp 180. Aber da vorne ist halt sehr viel Verkehr. Es ist die ganze Zeit ziemlich viel Verkehr, deshalb lohnt es sich da jetzt gar nicht, irgendwie im Kickdown drauf zuzuballern. Ja, hier kommen auch wieder Autos. Aber es ist sehr, sehr angenehm. Auto fährt sich wirklich grandios. Dank des goldenen Sterns natürlich. Ohne den würde das Auto nicht so komfortabel fahren. Ist ja klar, ne? Aber ja. Welcome to Cologne. Der Kölner Dom. Wir sind nahe unserem Ziel. Einen wunderschönen guten Tag. Wir befinden uns jetzt auf der Techno Klassiker. Hier sind JDM Cars. Hier ist der Saturski-Stand. Das ist ein Frankfurter Luxus-Autohandel. Das ist für mich eigentlich nicht so interessant. Hier, die sind ganz nett. Gibt ja super viele Fans für diese Autos. Er hat sogar hier ein asiatisches Kennzeichen drauf. Hier ein originaler Supra, ziemlich cool. Das hat einfach ein Kennzeichen California. Ich nehme mal an, nur für die Show ist das drauf. Hier haben wir ein Audi Sport Quattro S1. Da hinten fliegt Walter Röhrl schon wieder hier durch die Halle durch. Da einen, was ist das, ein alter Cadillac oder so? Bin mir gerade nicht sicher, hab's mir nicht angeschaut. Auch schön hier SL65 Black Series. Hier SF90. Hier ein Black Series oder Bro. Sicher, bin gerade erst angekommen. Hier so ein komisches selbstfahrendes Auto, was lustig aussieht und hin und her fährt. Da ein riesiges Matchbox eingepackt. Ein BMW M1, original von BMW Motorsport, so umgebaut mit diesem riesen Heckflügel, Spoilerlippe. Dann XJ220 Carrera GT. Und noch ein R32 Skyline. Hier haben wir Ferrari approved. Hier Herr Oberding ist am Eisfuttern. Ich hatte dich schon im Intro angesprochen. Eine Million Euro. 2,2. So, hier ist ein schönes Auto. So, zeig mal, wo ist der? Ah, da hinten. Ah, da ist er versteckt. Also, wir gehen einfach mal hier entlang. Auch sehr schön in diesem Grün. Da, wir nähern uns dem SA Aperta. Was? 2 Millionen? Das ist ganz schön teuer. Lustige Preise hier. Hier Schumi höchstpersönlich mit dem Fiat-Sticker drauf. Wunderschönes Auto. Und nur für Kenner teuer. So ein normaler GTB, so ein normaler Mensch würde den auch als GTB wahrscheinlich anschauen. Und nicht erwarten, dass das so ein teures Auto ist. Dass der da oben so ein bisschen Aluminium oder was das sein soll, Silberlackierung hat. Hat ein Audi S1 oder so hat das auch. Ja, das Tagedach bemerkt ja jetzt ein Normalo nicht. Ich denke mal, das Video schauen eh nur Leute, die sich damit auch ein bisschen auskennen. So, da hinten Ferrari 250 GT, der ist wahrscheinlich auch ein bisschen was wert.
ganz, ganz bisschen nur. Auch die darf man nicht überspringen. Ich nehme mal an, hier sind einige auch irgendwie selbst modifiziert. Bevor ich was Falsches sage, sage ich einfach nichts. Ich bin großer Ducktail-Fan. Das weiß ich hier. Ein Entenbürzel. Im Schwabeländler sagt man dazu Entenbürzel. Falls sich gerade jemand wundert, was ich meine, ich spreche von dem Entenbürzel da hinten. Sieht nämlich aus wie ein kleines Entenbürzel. Da hat auch einen der Orangen. Ne? Das Eis ist schon ein bisschen weiter leer gegessen. Da hinten noch ein paar BMWs. Schauen wir mal. Ich wurde gerade vom Herrn Oberding belehrt, dass das hier ein BMW-Kit ist. Und den gibt es nur 150 Mal. Der kostet ja auch unendlich viel. 165.000 wollen sie für den. Maßlos überteuert. Aber so ist es halt. Die zwei Exemplare muss man natürlich auch filmen. Scheint mir aber selbst gebaut zu sein, ne? Nichts Originales, oder? Hier eine selbstgebaute Klapperbüchse, sieht aber super geil aus. Neben dem 600er. Der SLS Club mit einem SLS Black Series, einem verhunzten normalen SLS. Und das müsste ein Inden-Design sein, wenn ich mich nicht irre. Quasi so ein Fake Black Series Umbau. Sieht auch so aus, Unikat, schreibt man immer dran, wenn es lustig wird. Ne, da steht JB Car Design, aber ich bin der Meinung, Indern hat immer diese Umbauten für ein SLS gemacht. Das Spaltmaß sehe ich von hier hinten schon. Ist ausgezeichnet, wie sich das gehört für einen echten Mercedes. Das war selbstverständlich ironisch, falls einer nicht versteht. Die Niederländer hier, die Kvet, würde ein waschechter Niederländer sagen. Ziemlich cool, wieso nicht? Hier ein GT40, hier auch ein GT40 in Golf. Hier schön original, blau, weiß, Shelby. Und so einer, ich weiß nicht, ob es ein Replika war, hat mich bei Frankfurt mal auf der A5 übelst versägt, als mit meinem E500, 408 PS. Kickdown hinter ihm war, fuhr der hier so dermaßen easy weit über die 300 hinaus. Also ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie so verblasen. Von keinem 458, von keinem 488, von keinem Huracan, nichts hat mich jemals so verblasen wie dieses Auto. Ich weiß nicht, ob es ein Replika war. Wer weiß auch, keine Ahnung, wie viel PS da hat. Das war auch das lauteste Auto, was ich jemals auf der Autobahn vor mir hatte. Und er hat gemerkt, dass ich Druck mache. Gerade was entdeckt. Und zwar ihn hier. Bin mir nicht sicher, ob es ein Hamann ist. Wobei müsste ein Hamann sein, ne? Ziemlich cool. Oder Mansuri oder irgendwas. 300 SL Erdbeerfarben. Erdbeerrosa oder irgendwie so heißt die Farbe, wurde mir gesagt. Gibt's wohl sehr selten nur. Ich habe meinen Gimbal nicht, dass er wackelt so ein bisschen. Hier vorne wieder SLS Black Series. Dahinter der neue Black Series. Hier das absolute Highlight der Messe. Und zwar ein CLK GTR Roadster. Wie ihr in meinem alle AMG-Modelle Video bzw. alle seltenen Unikate und AMG-Modelle Video anschauen könnt, gibt es ihn nicht so oft. Etwa 100.000 Mal so oft wie ein VW Golf. Ich mach Spaß. Mir fällt es gerade nicht mehr ein, ich glaube 20. Insgesamt 5 Roadster oder sowas, ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf. Schaut mein Video zu den AMG-Modellen. Er ist wunderschön, kann man durchaus mal länger draufhalten. Zu erwähnen ist, dass dieses Fahrzeug die Street-Version ist. Also der Roadster ist immer die Street-Version. Aber er basiert ja quasi auf einem Le Mans Racer. Und dieses Fahrzeug kann auf der Straße fahren und ist straßenzugelassen. Es hat TÜV. Wir sehen können, er hat hier das alte CLK-Lenkrad, auch die Drehregler noch und die Knöpfe von einem ganz normalen Mercedes aus diesem Jahr. Achso, mir fällt gerade ein, die Stückzahl steht wahrscheinlich auf dem Schild. Hätte ich mal nachlesen können, bevor ich das Video mache. Aber ihr solltet auch noch selbst mitdenken. Wir sehen können, alles Carbon. Das Auto ist sehr, sehr alt und war damals schon hier aus Kohlefaser. Es ist halt wirklich ein Le Mans-Fahrzeug quasi für die Straße. Er hat noch einen soliden 12-Zylinder unter der Haube, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz irre.
Der Roadster hat hier eine veränderte Heckschürze. Es gibt ja auch noch das Coupé. Und der hat das hier nicht so. Das ist geschlossen. Da sind diese Lufteinlässe nicht. Er hat auch diesen Carbon-Spoiler nicht. Jedenfalls nicht in dieser Art. Und diese riesen Löcher darunter noch. Wunderschönes Auto. SLS de Le Mans, 75 Stück. Was viele nicht wissen, einer ist geklaut und irgendwie zerstört worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, sind eigentlich nur noch 74. Auch alles aus Carbon. Und wunderschönes Auto. Mein SLR-Video am besten dazu anschauen auf meinem Kanal. Wunderschön. Hier hat sich noch ein Carrera GT versteckt. 612 PS. 10 Zylinder. Außergewöhnlicher Klang und ein Holzschaltknauf. Das ist so quasi die perfekte Konfiguration, wie man als Sammler sie sich wünscht. Auch lustig hier, diese blauen Zentralverschlüsse. Auf der anderen Seite sind sie pink, dass man links und rechts auseinanderhalten kann. So ein bisschen Rennsport. Hier haben wir quasi 500er S-Klasse, aber als Kombi mit einem fließenden Heck. Fast schon ein Shooting Brake. Hier ist ziemlich cool dieser kleine Mercedes-Stern auf der ABC-Säule. Lustiger Innenraum. Das hier ist sogar also ein richtiger Kombi, würde ich schon sagen. Schaut mal, das ist eine S-Klasse. Das ist eh unendlich lang. Die hintere Tür, sogar eine hier ist die Originaltür noch drin. Ewig lang. Und dann hier diese verrückte Variante mit so einer Art Shooting Brake. Hier ist wieder der SLR-Club vertreten. Ein weiterer Sterling Moss. Nummer 2 quasi von 74, wie wir eben gelernt haben. Und hier hinten, das blau-chrome Auto ist sehr besonders, das ist ein Electric SLS, worüber ich ja auch ein Video gemacht habe. Ein extrem seltenes Auto, rein elektronisch. Es gab ein YouTube-Video mit Walter Röhrl. Er fuhr ihn dadurch, dass er 4 Motoren an jedem Rad hat oder irgendwie so ähnlich. Ja, ich glaube, er hatte 4 Motoren an jedem Rad irgendwie ein. Hat er gesagt, ist das beste Auto, was er jemals auf der Rennstrecke gefahren hat. Das Auto ist mittlerweile auch sehr alt, ist komplett elektrisch. Die Reichweite ist natürlich ein Witz. In Monaco damals habe ich öfter einen gesehen. Also immer denselben. Es gibt nicht viele von ihm, ich weiß gar nicht mehr, eine Handvoll, 5 Stück oder so. Und hier am Diffusor kann man sehen, er hat keine Endrohre. Vorne im Grill wird er wahrscheinlich keine Lufteinlässe haben, keine großen jedenfalls. Wir gehen mal nach vorne. Cool, ne? Aus der Zukunft und hier gelernt. Da unten Carbon, lustigerweise. Carbon-Spoilerlippe. Ich finde, die Lichter sehen irgendwie interessant aus. Da gibt es sicher eine Geschichte dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob das so beim SLS, beim normalen SLS auch so ist. Ich glaube nicht. Die Leute applaudieren hier, weil ja einer in 1 Minute 27 ein Rad gewechselt hat. Ein Ford GT 50. Bin ich der Meinung, dass das eigentlich ein 50er ist. Also er wird nur Ford GT genannt. Und was geht denn hier? Palais de Automobil. Mit einem, ich glaube es ist der, ich war jetzt noch nicht da. Ich laufe hier gerade rein in diese Halle. So ein bisschen wie die Retro Classic in klein. Die meisten Aussteller, die ich bei der Retro Classic gesehen habe, sind auch hier. 300 SL natürlich. Hier das Gegenstück von BMW. Da gibt es auch ein Boot von. Mit diesem Side-Vent an der Seite. Ziemlich cool. Da ein Miura. S steht noch drauf. Ist gar kein Miura oder was? Nee. Achso, das ist dieser andere. Nee, doch, Miura S. Okay. Achso, ein Countach. Oh Gott, Gottes Willen, das müsste ich eigentlich löschen, aber ich bin jetzt einfach so ehrlich und lass das. Ich bin müde, habe noch nichts gegessen. Es ist mittlerweile 16 Uhr. Bin viele Stunden heute schon gefahren. Ich dachte irgendwie, es wäre ein Istera. Es ist ein Countach, ein stinknormaler, ohne den Spoiler. Deshalb dachte ich irgendwie so von der Seite, Istera
Aber deshalb bin ich ja auch hergelaufen. Ich lasse es aber im Video. Nicht wie andere, die das hier rausschneiden. Man kann auch mal einen Fehler machen. Da noch ein Miura. Da hinten ein alter, uralter Murcielago. Der gelbe da. Uralt, aber der hat noch die coolen Felgen. Was haben wir hier noch? James Bond ist auch am Start. Ich schneide hier einfach mal so alles rein, dass man quasi eine Impression bekommt, was es hier zu sehen gab auf dieser Messe, wenn man die Messe nicht selbst besucht hat. Vielleicht finden wir noch einen Istera. Es wäre schön gewesen, wenn es ein Istera wäre. Aber weil es so ein absolut unauffälliger Kundtisch ist, hat es ja auch was. Ne? Dieser Spoiler war, bin ich der Meinung, Aftermarket. Das heißt, original war der immer so. Der Spoiler, der wurde, glaube ich, nachträglich bei allen draufgebaut. So hatte ich das, glaube ich, mal gelesen oder gehört. Eine 40 versteckt sich da vorne. Noch mehr 300 SLs. Ein Springbrunnen, lustigerweise. Ah, da ist auch noch ein kleines Unicorn da hinten versteckt. Ein Zagato Maserati. Ein Vanquish Zagato. Dieses Z, ne? Das erinnert mich immer so dermaßen hier an der Seite, ne? Das Zagato Z. Das erinnert mich so stark an diesen 350 und 370 Z von Nissan, ne? Jeder, der Need for Speed Underground 2 gespielt hat, weiß, wovon ich spreche. Cooles Auto. Ja, sogar faires Angebot. Der Preis ist nicht zu teuer. Dann nehmen wir hier GT3 RS. SF90, die gibt es wie Sand am Meer. Hier G-Klasse Brabus, auch wie Sand am Meer, absolutes Massenprodukt. Der SL55 AMG da, der weiße, den habe ich jetzt schon oft auf Messen gesehen. Der ist was ganz, ganz Besonderes, von dem gab es nicht mal 100 Stück. Das war der allerletzte. Warte, wir gehen jetzt mal hin. Hier, das war der allerletzte, ja, hier schon verkauft. Der allerletzte vor der neuen Generation, das ist ja hier der R129, danach kam dann R230 und von dem gab es dann SL55 mit dem V8 Kompressor und wie ihr sehen könnt, der ist im Innenraum schon moderner, hat hier sogar so ein Carbon-Lenkrad, das ist wahrscheinlich nachträglich gemacht worden, aber das ist der allerletzte seiner Generation, da gab es ganz, ganz wenig, weil dann gab es schon direkt den neuen und wer kauft denn bitte vom Vorgängermodell noch den alten? Jetzt nachträglich ist es natürlich geil, ne? Jetzt gibt es nicht mehr diese Autos, jetzt gibt es noch irgendwelche komischen Elektro-Hybrid-Schüsseln, ne? Aber zu der Zeit, stellt euch mal vor, ihr wisst ja, einen Monat später bestellt, kriege ich das neue Modell. Wieso will man dann den, ne? Cooles Auto. Sorry, da ist so viel Bubble. Ein weiterer Countach, ein Islero, musste ich ehrlicherweise vorlesen, und ein Espada, musste ich auch fragen. Also ich kenne den schon, aber ich hätte es jetzt von selbst nicht gewusst. Dank Arne, dem Carspotter aus Düsseldorfer. Düsseldorfer, ein echter Düsseldorfer, der lebt nur auf der Köhe. Hier ist ein Stratos, geile Kiste. Arne von der Köhe mit den Spezialwissen hat mir gerade gezeigt, dass es den auch in Pink gibt. Leider ist er nicht pink, aber in unserem Herzen ist er es. Das war's von Arne am Klavier. Wissen mit Arne. Arne von der Kühe. Das, was ich vorhin gesagt habe, stimmt. Die wurden. Das ist aber nicht auf dem der Generation Countach, dass sie später. Hier, Arne spricht. Nicht diese Generation Countach, aber der Countach, wie ich vorhin erklärt hatte, aber anscheinend nicht der hier. War das dann der allererste? Der weiße, der um die Ecke steht. Der weiße um die Ecke. Die Spoiler wurden nachträglich drauf gemacht, aber den hier gab es dann nur so. Den gab es bei 5. Okay. Okay, Arne, Wissen mit Arne. Aber wirklich interessant, ja. Wie gesagt, der ums Eck, der weiße, war nachträglich nur mit Spoiler erhältlich. Beziehungsweise der Spoiler wurde nachträglich draufgebaut und original gab es den nicht. Man beachte auch hier diese Fahrradblinker. So sieht es jedenfalls aus. Und da hinten ist der weiße. Wo fängst du denn hin?
mit einer Verbreiterung. Die Frau ist auch verbreitert. Ein kleines Mickey Maus Auto für unendlich viel Geld, 178.000 Euro. Und dann könnt ihr wie Mickey Maus unterwegs sein. So, ihr habt ja vielleicht das CL500 Video von mir geschaut. Das ist ein C140, das S-Klasse Coupé. Allerdings ein 600er, also mit einem 12-Zylinder. Die Felgen sind denselben, aber achtet mal auf den Lack. Seht ihr das? Der ist hier smaragdgrün wie unserer. Also als ich rauskam, dachte ich, er wäre smaragdgrün. Jetzt ist er komplett blau. Ich habe jetzt auch gerade einen Polfilter drauf. Vom Arne übrigens. Schaut mal jetzt, smaragdgrün, der Rest ist blau. Es steht leider nicht, welche Farbe das ist drauf. Es steht nur, das sei eine Designio-Farbe. Hier wieder smaragdgrün und das Blau, was es damals gab. Völliger Wahnsinn. Es wäre ziemlich cool, wenn es das heute noch gäbe. Das Auto hat einfach zwei Farben, je nachdem, wo man steht. Jana und Arne finden die Kiste geil. Panamerica Grill. Hier Dick Fat White Body Kit. Beziehungsweise White Body hat er gar nicht, aber er hat hier richtig böse vorne eine Frontstoßstange dran. Und damit kann man nicht nur Frauen abschleppen, sondern auch Autos. Z1 mit den herunterfahrbaren Türen. Z3, Z8. Und was ist das denn? Ein Baur. Kannte ich selber nicht. Ein nachträglich umgebauter M3. Ziemlich cool. Diese White Body, hatte der das schon? Weil der hat ja vorne und hinten. Ziemlich geil. Und ich hab's doch gerade erklärt. Ziemlich cool. Schade ist halt immer bei den nachträglich umgebauten Cabriolets aller Art, auch von Mercedes, dieser unschöne, riesige Dachholm, der halt einfach wegen der Sicherheit da sein muss, weil ja, Rahmen verstärken, sonst was mit Cabriolets dann schwierig. Wunderschön hier, Concorde, eine gigantische Emily aus purem Gold, wahrscheinlich 50 Kilo Gold. Nee, Spaß. Und hier wunderschöne Autos an der Wand. Hier haben wir originale Lamborghini-Traktoren. Hier ist wieder ein Countach S versteckt. Ich glaube, dass einfach der mit den Spoilern so, dass das dann quasi der S war und der andere einfach nur Countach heißt. Und die Story kennt wahrscheinlich jeder. Lamborghini hatte Traktoren gebaut. Er fuhr, glaube ich, einen Ferrari. Der Ferrari war eine Klapperbüchse. Und da hat er gedacht, ich baue mir selbst ein ordentliches Auto. Und dann entstand der erste Lamborghini namens? 350 GT. Arne sagt 350 GT. Meint er. Hier einen wunderschönen Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Vorhin hatten wir ja das Coupé. Den gibt es auch noch als Cabriolet. Beziehungsweise dann als Volante. Ziemlich cool. Die haben meistens das Dach. Ja, er hat es jetzt leider nicht. Die gibt es auch mit Vollcarbon-Dach, was ziemlich cool aussieht. Dann modernen Ford GT. Was haben wir noch? Wieder 300 SL Cabriolet. Kleiner 6x6. Kleiner 6x6, sagt Arne, soll ich zeigen. Hier, G63 AMG 6x6. Landaulet Cabriolet Edition Designio Black Series Special. S-Klasse Cabriolet, Pagoda SL. Ah, was ist das denn hier? Ist das ein Amphibienfahrzeug? Aquada. Amphibien, ja, ein Amphibienfahrzeug. Dann haben wir hier einen Morgan als Coupé. Die meisten sind meines Erachtens Cabriolets gewesen. Sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ganz toll gezeichnetes Fahrzeug. Und hier das klassische Amphi-Car. Da steht es, Amphi-Car. Das waren so die ersten, die sind damit bekannt geworden. Und hier eine Messerschmitt, auch ein lustiges Auto. Wir haben hier einen Neuaufbau eines Shelby Daytona Coupés. Wer den Shelby-Film geschaut hat, weiß, wie besonders das Fahrzeug ist. Ich war in Daytona Beach selbst schon unzählige Male. Das ist quasi meine zweite Heimat. Deshalb freue ich mich über alles, wo Daytona im Namen ist. Es gibt zum Beispiel eine BMW Daytona Purple Farbe, wenn ihr die kennt. Die Rolex Daytona natürlich auch, ne? Ja, Daytona, die Geburtsstätte des Rennsports in den USA, NASCAR. Was viele ja so tun, als wäre es kein echter Rennsport. Klar, es ist halt anders, aber ganz besonderes Auto. Arne ist auf der Flucht. Arne ist auf der Flucht. Hier James Bond als Cabriolet. Dann haben wir hier den Mustang von Aston Martin. Jedenfalls empfinde ich immer, dass er aussieht wie ein Mustang. Ich glaube, er hat auch einen V8. Ja, hat auch einen V8. Dann haben wir hier einen H1. Ziemlich,
ziemlich geil aufgemotzt. Dann hier ein DS21 Coupé, die hatten ein Luftfahrwerk. Deshalb liegen die so schön auf dem Boden. Ah nee, das ist irgendwas Spezielleres. Ich weiß nicht, ob der denn schon Luftfahrwerk hat. Die modernere Variante davon hatte das. Mein Vater fuhr so einen damals, als er jung war, als er neu war. Was haben wir hier noch? Ah, da waren wir vorhin schon. Hier ein weiterer XJ220, damals das schnellste Auto der Welt, wurde glaube ich sogar vom Veyron abgelöst. Hatte nur ein Sechszylinder. Ich als alter V8-Fan, alles aufwärts, Fünfzylinder sind auch noch geil, weil es ein halber Zehnzylinder ist. Sechszylinder klingt halt nicht schön, das gilt auch bei diesem Auto, wobei dieses Auto so speziell ist, dass das irrelevant ist. Super duper schnell, sehr hohe Höchstgeschwindigkeit, tolles Auto. Hier haben wir einen Star Trooper, Spider-Man ist hier auch am Start mit seinem Knackpo und Mickey Mouse in einem kleinen Flieger. Und ein Pac-Man-Automat, ziemlich cool. Hier wird gerade abgebaut, es ist der Sonntag, es ist rum, die Leute fahren raus, die ganze Halle ist vernebelt. Die Leute laden die Fahrzeuge auf. Hier ist der Präsident mit seinen Chrome Rims. Müsste doch ein US-Import sein, ne? Vielleicht nur die Felgen. Auf jeden Fall in den USA wurden die so ausgeliefert und customized mit diesen Chrome Rims. Der Chef hier, einen dicken Bentley. So, hier kommen die Schmuckstücke da hinten, dieser Shooting Brake-artige S-Klasse-Umbau. Das ist Motorsport, den Motorsport-Fan dieses angucken, ist ja alles schön und gut. Aber Motorklang hört man hin. Ja, Motorklang ist halt Motorklang, ne? Hier, der nächste. Das riecht auch noch richtig nach Auto, wie sich das gehört. Eben 1 Million und noch 1 Million und da mittlerweile 2-3 Millionen.